Christliche Leiter in Großbritannien rufen zum Gebet für den neuen Premier Boris Johnson auf. Einer dieser Leiter ist Pastor Jonathan Oloyedi. Er traf Johnson beim Nationalen Gebetstag im Jahr 2010. Die Leute arbeiten sehr hart daran, Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zu helfen, und ich möchte sie auf jede erdenkliche Weise darin ermutigen. Es gibt sehr viele Kinder in London, die nicht die Möglichkeiten bekommen, die sie bräuchten. Und ich sehe christliche Gruppen, die ihnen helfen. Ich sehe das Ausmaß ihres Einsatzes und ich will sie unterstützen. Ich meine, man wäre verrückt, wenn man als Politiker so etwas offenkundig Gutes nicht unterstützt. Johnson sagte bei seiner ersten Rede als Premier im Parlament, dass es seine Aufgabe sei, den Brexit am 31. Oktober zu gewährleisten. Pastor Oloyedi rief in einem Interview mit der Global News Alliance dazu auf, Johnson in diesem Prozess im Gebet zu tragen. Christen und jeder, der für ihn betet, sollte um Gnade und Gunst für ihn beten, dass ihm der Brexit vorzugsweise mit einem Deal mit der EU gelingt, sodass die wirtschaftlichen Auswirkungen auf Großbritannien nicht allzu negativ ausfallen. Danny Webster von der Evangelischen Allianz in Großbritannien sieht einige Meinungsverschiedenheiten mit Johnson. Kirchen kritisieren vor allem seine politischen Richtlinien. Sie wollen nicht, dass er eine liberalere Agenda vorantreibt, sobald er im Amt ist. Aber ich denke, manche werden auch weiterschauen als seine politische Einstellung zum Austritt aus der Europäischen Union. Sie werden fragen, wie er sich für soziale Gerechtigkeit in unseren Gemeinschaften einsetzen und wie er die Ärmsten im Land unterstützen wird. Johnson selbst sieht sich nicht als praktizierenden Christen. Er ist damit laut dem britischen Nachrichtenmagazin Premier Christianity der erste seit Jahrzehnten im Vereinigten Königreich. Mit anderen Christen gemeinsam Urlaub machen, sich mit biblischen Texten auseinandersetzen und Kraft für den Alltag sammeln. Darum geht es auf der jährlich stattfindenden Allianzkonferenz. So Reinhard Schink, Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz. Schink lädt ein, diese begeisternde Glaubensgemeinschaft selbst zu erleben und ins Schwärmen zu kommen. Und davon gibt es ganz viele Beispiele von dieser Allianzkonferenz, dass Menschen sich auf dieses Abenteuer und auf das Neue einlassen und begeistert und ja, eigentlich verliebt dann zurückkommen und sagen, das waren tolle Erfahrungen, unmittelbare Gottesbegegnung, eine Erfahrung der Einheit, der Vielfalt im Reich Gottes, Vielfalt quer, von dem Miteinander quer durch die einzelnen Generationen, und jeder kommt dann beschenkt, erfrischt, bereichert zurück. Die 124. Allianzkonferenz in Bad Blankenburg steht dieses Jahr unter dem Motto Hoch und Heilig und findet vom 31. Juli bis 4. August statt. Die Organisatoren erwarten etwa 1700 Teilnehmer.